Cobra is about a young pickpocket who steals a wallet with something extremely valuable inside. And the bad guys want to kill him and get it back, and the cops want to find him so that they can save someone who's been kidnapped. That in essence is the plot of Cobra. Er beschleunigte seine Schritte, holte sie ein. Vier Frauen kamen von links und gingen zwischen ihnen beiden hindurch, sodass er zurückfiel. Sie waren nur noch 5 Meter vom Amphitheater entfernt. Er musste umkehren, sie waren zu nah an den Kameras. Doch sie umklammerte so ängstlich die Handtasche mit dem einfachen Verschluss. Die Haltung kannte er. Sie bedeutete für gewöhnlich, dass sich etwas Wertvolles in der Tasche verbarg. Bargeld? Schmuck? Getragen von einer Person, die an so etwas nicht gewöhnt war. Was für eine Versuchung. I'm not sure that Benny Christel is the best cop in Cape Town, but he tries very hard. Benny is an alcoholic. He's a recovering alcoholic. He's been without booze for more than 600 days now. Benny Christel is an instinctive cop. He works through his gut. He doesn't know enough about technology. He's always struggling to know more about technology. His personal life is very complicated, but his heart is in the right place. Es gibt Autoren, die können es nicht so gut, und er kann es gut, dass er einen mitnimmt nach Südafrika. Das ist dann wie ein Reiseführer. Also, ach scheiße, es ist einfach gut gemacht. Cape Town is just the most incredible setting for any book, whether it's crime fiction or any other form of literature. It is the most beautiful city in the world. It is such a heady and wonderful mix of cultures and languages. It's a very exciting place, and I love writing about it.